allermeisten suche ich mit dem Bus, ganz selten laufe ich an die Uni. Ich versuche so oft wie möglich zu Fuß zu kommen, aber ich gehe eigentlich ziemlich oft mit dem Bus. Also weil ich relativ nahe an der Uni wohne, komme ich eigentlich immer zu Fuß. Ich habe mir es mal überlegt, mit dem Velo zu kommen, aber da es relativ steil den Berg drauf geht, ist es manchmal ein bisschen vorteilhafter, mit dem nicht zu Fuß zu kommen. Ich laufe jeden Tag von der Uni, weil meine WG ist gerade an der Olma und dann kann ich jeden Tag noch ein 15-minütiges Workout schon am Morgen machen. Die HSGler scheinen also größtenteils sportlich unterwegs zu sein. Aber wie sieht es aus, wenn man nicht auf den Rosenberg muss? Wenn es von der Distanz her geht, am liebsten zu Fuß, weil es einfach am entspanntesten ist. Also, wenn es so stadtintern ist, laufe ich mehr, als dass ich irgendwie den ÖV wird nehmen. Aber ich bin in so einer mega ÖV-Familie aufgewachsen, darum ja, längere Strecke immer mit dem ÖV und ich habe bis jetzt noch keine Autoprüfung. Darum hat sich das irgendwie erledigt. Ich bin ehrlich gesagt ein grosser Autoliebhaber. Also ich fahre eigentlich am liebsten mit dem Auto, wenn es irgendwie möglich ist, weil man einfach am flexibelsten ist. Was gibt es denn für Schwierigkeiten, wenn man mit dem Auto unterwegs ist? Also erstens habe ich kein Auto, das ist Problem Nummer eins. Und das zweite ist, man kann nicht arbeiten, während man fährt. Und wie sieht es beim ÖV aus? Ja, man ist nicht ganz so flexibel wie mit dem Auto halt. Also mit den Verbindungen. Manchmal ist es ein bisschen ein Problem. Vor allem, ich sehe das jetzt auch ein bisschen in St. Gallen, weil wenn man an einen Ort ein weiter raus will, hat es nicht immer eine gute Verbindung. Und dann will man bestimmt mit dem Auto ein bisschen schneller ankommen. Das schnelle Erreichen vom Ziel steht also im Vordergrund. Wie lange würden sich denn Studenten maximal Zeit nehmen beim Pendeln? Ich glaube, es kommt darauf an, ob es jetzt mein Traumjob wäre. Dann wäre ich bereit bis zu einer Stunde. Weil ich finde, eine Stunde kann man irgendwie noch verkraften, kann man sich noch beschäftigen. Und mehr als eine Stunde ist, wäre für mich zu viel. Einfach aus Zeitgründen, das ist mir nicht wert. Ich glaube, so eine Schmerzgrenze wäre bei mir etwa so bei 30 Minuten. Ja, das ist noch Zeit, wo man irgendwie kann drüberstehen kann, das ist okay. Und so ab 30 Minuten wird es langsam ein bisschen mühsam. Heutzutage werden Podcast-Vorlesungen an Unis immer mehr zum Trend. Würden Studenten an der HSG auch begrüßen, nicht mehr an die Uni pendeln zu müssen und stattdessen gemütlich vom Sofa aus zu studieren? Ich mache die Heime eben meistens nicht für die Uni. Und ich bin eigentlich sehr oft an der Uni, auch wenn ich keine Vorlesungen habe. Das heisst, ich würde, glaube ich, immer an die Uni kommen, wenn es Podcast-Vorlesungen hat. Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Also, wie gesagt, ich wohne eigentlich relativ nahe an der Uni. Also für mich ist es nicht so eine Ausrede, da an die Uni zu kommen. Aber ich fände das Podcast-System, wie es zum Beispiel an der Uni Zürich das gibt, eigentlich relativ gut. Also ich verstehe ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wieso es das nicht an der HSG gibt. Weil ich verstehe es ziemlich für Studenten, die nicht ganz so nahe wohnen wie ich, dass es vielleicht vorteilhafter wäre, mal einen Podcast anschauen können. Zum Abschluss wagen die Studenten einen Blick in die Zukunft. Wie pendeln wir, wenn die Studenten von heute selber im Arbeitsleben sind? Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Bevölkerung weiterhin wächst, wird es wahrscheinlich tendenziell mehr Leute mit dem ÖV arbeiten gehen, weil es auf den Strassen einfach immer verstopft ist. Tendenziell würde ich jetzt aber sagen, bleibt das Pendelverhalten wahrscheinlich relativ ähnlich. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, jetzt im Raum St. Gallen geht es noch. Wenn man Zürich ein bisschen genauer anschaut, wird natürlich immer mehr gependelt und man wohnt immer mehr ein bisschen außerhalb. Irgendwie so weitergehen, wie es im Moment ist, mit dem ganzen Autoverkehr oder auch ÖV, der total überlastet ist, kann es ja nicht. Und darum bin ich sehr, sehr gespannt, was noch so passieren wird in der nächsten Zukunft.